mal kurz hier reinschauen, vielleicht gibt's ja was und dann sollte dem nicht so sein, begeben wir uns einfach weiter. Soll ich die Fackeln wieder mitnehmen? Nö, die eine kannst du jetzt mal hier lassen. Ah, das hier ist schon eine Treppe, wir sind jetzt doch in der Struktur, das sieht gut aus. Hier haben wir Lava, das sieht auch gut aus. Und okay, hier geht's wieder raus, wir sollten auf der anderen Seite gucken. Manchmal sind die Dinger so riesig und dann findet man trotzdem gar nichts. Ne? Und solche Wurzeln, Wurzfurzdinger. Wurzfurzdinger, ich glaube, das ist auch die richtige Bezeichnung dafür. Ich gehe hier haben mal. Wir eigentlich Netawarzen zu Hause? Hier ist eine Kiste. Ich nehme mal ein paar mit. So. Ich habe Gold. Was ist drin? Oh, Gold und eine eiserne Pferderüstung. Wo bist du denn? Aber ich weiß nicht, wo du hin bist. Ich bin nur die Treppe rauf. Hm, ach so, da war das. Okay, warte, dann komme ich zu dir. Ja. Obwohl es hier unten ja auch noch weitergeht. Hier oben ist frei, ne? Ich weiß nicht, ob da hinten es noch weiter ging. Na, pass auf, dann geh mal ein Stück weiter und ich guck mal hinter der Treppe weiter. Okay. Weil da sind nämlich Gänge. Da hat man eher eine Chance, vielleicht mal einen Schatz zu finden. Ja, hier geht's wieder raus. Ah, hier ist noch eine Kiste. Zwei Kisten. Yeah, Jackpot. Drei Diamanten. Verdammt. Hahaha. Ich habe nur Gold, aber Gold reicht mir auch. Zwei Diamanten und drei Pferderüstungen. Geil, da kann Gold ich jetzt mein Pferd ankleiden. Ja, Pferderüstung haben wir eh total viele. Ist das noch nicht aufgefallen? Ja, bin ich noch nicht drauf gekommen. Du. Ist aber echt dunkel. Bist du rechts oder links gegangen? Ist egal. Okay. Glaube ich. Okay, hier ist Schluss. Autsch. Guten Tag. Hallo. Dann würde ich sagen... Wir, glaub ich, noch links gehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach weiter. Oder? Das ist ja eigentlich nicht unser Hauptziel. Wir haben jetzt ein bisschen was mitgenommen, aber... Hier ist eine Wand. Ach so, ja, genau. Boom. Boom. Ich wollte gegenrennen. Dann würde ich sagen, warte, wir müssen ja nach Norden. Wir müssen nach dort. Ich muss mal eben essen. Okay. Ich baue mir jetzt einfach mal meinen Weg raus, um zu schauen, wie es hier weitergeht. Okay, gefährlich. Ich würde sagen, wir gehen einfach zurück. Hey, warte, komm mal mit hier hin. Und hier von hier oben kann man nämlich gut runterspringen, glaube ich. Das meine ich eben gesehen zu haben. Oh, Netherquarz. Oh ja, oh, hier ist Lava, okay. Ist schön ungefährlich. Wow, das war gerade gefährlich. Cool. Cool, gefährlich, cool. Cool. So, bin durch. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben jetzt schon, ja, schon 650 Blöcke gemacht. Sollen wir? Nee, noch nicht. Also 1000 Blöcke möchte ich mindestens gehen. Damit man sich das mal anschauen kann. Jetzt gehen wir am besten wieder nach oben. Mir gefällt diese Festung. Ich will da wieder rein. Ah, haha. Ha. Ich stehe in dir drin. Haha, das ist ja witzig. Ich finde das eher unangenehm, ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, ob sowas immer sein muss. Aber brauchst du denn nicht auch ein bisschen Körpernähe? Obwohl im Nether ist es sicher sehr warm, ne? Ja, dann schwitze ich so. Ob die Lua hier unser einziger Feind war? Ich weiß nicht, ob die halt nur gespawnt ist, weil da auch ein Spawner steht. Das wäre natürlich interessant zu wissen, ob es da liegt. Weil der Nether ist gerade auffällig leer, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Mhm. Er hatte wenigstens schon mal so ein Heulen... Ja, oder ein Zombie-Pikmin, die stehen doch überall rum. Die lungern doch überall rum. Mhm. Diese Arbeitslosen. Die stehen hier immer an den Bars. An den Iron Bars und an den Gold Bars. So, wir müssen aber dorthin, ne? Genau. 700 Blöcke, sieht auch gut aus. Hm, hast du... Ah, ich habe noch ein paar Blöcke, warte. Meine Stimme lässt nach. Ich glaube, wir müssen gleich eine Pause machen, Alien, wenn meine Stimme nicht mehr geht. Wieso das denn? Dann will ja keiner mehr zuschauen. Ich bin ja bekannt für meine liebliche Stimme. Hörst du dich halt an wie ein Opa? Gib mir meine Rente. Du bist einfach von der einen auf die andere Sekunde heiser geworden. Ich werde von jeder Sekunde auf die andere heißer. Was ist denn mit deiner Stimme? Hast du so viel rumgebrüllt oder was ist? Ja, mache ich zu Hause sehr, sehr oft. Das kennt man ja von mir.
So, jetzt hier. Tak, 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 tak. Bam, 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 bam. Oh, wie du einfach, ja, überall durch. Ja, man muss nur aufpassen, wenn irgendwann dann Lava kommt. Dann muss ich schnell rennen. Ja, ich muss erstmal aufpassen, dass ich da nicht reinfalle. Ich lass dich zurück. Das ist sehr lieb von dir. Ah, hier haben wir wieder eine freie Fläche, siehst du mal. Okay, und wie weit sind wir jetzt? Kannst du doch selbst gucken, Alien. Nee, will ich nicht. Ist immer erstaunlich, ich hab's geschafft, hier ohne Schaden runterzugehen, aber hinter mir höre ich immer dieses Klackgeräusch. Ich weiß auch nicht. Ich mag's, Schaden. Es gehört einfach. Ja, deswegen hast du auch so einen großen Schaden, ne? Mhm. Alien sammelt Schäden. Ja, dieser Schaden und jener Schaden. Und Anfangsschaden und Endschaden. Ja, achso, ich hatte ein cooles Thema, worüber wir eigentlich mal so reden sollten. Ja, was, ne? Denn? Aber das Thema, das können wir eigentlich, auch während der ganzen Rückreise irgendwann besprechen. Warte, jetzt sind wir bei 929. Ja, achso. Bei der Rückreise? Na, wir gehen ja in der realen Welt wieder zurück, ne? Oder wie hast du dir das vorgestellt? Ja. Ich komme manchmal mit den Gedanken nicht so ganz hinterher. Joa. Mit diesem Platz eigentlich recht schön. Guck, hier hat man einen tollen Ausblick. Ja, ich denke auch, bevor wir uns jetzt hier noch Riesenaufwand machen mit. Sieht aus wie so Säulen. Lavasee. Ist das doch eine ganz gute Idee. Warte, und als kleinen Glücksbringer werde ich hier. Warte, ich gehe an die Lava ran. Werde ich hier ein Stöckchen verbrennen. So. Oh. Er ist direkt abgefackelt. Erledige mal die Arbeit. Ja, tut mir leid, Prinzessin. Prinzessin Alien. So. Ich schaue mich mal ein bisschen um. So sind die Prinzessinnen. Lassen erst mal arbeiten. Ich gehe in die Lava. Ich brauche ein heißes Bad. Okay, das Tor ist fertig. Sind Sie bereit? Ja. Ich hoffe, wir sind sicher auf der anderen Seite, dass da nicht irgendwas Fieses lauert. Warte, geh vor. Okay. Oder ich gehe vor, wie du es möchtest. Aber wir sollten nicht gleichzeitig durch. Ich bin drin. Ich weiß nicht, was geschieht. Alles sicher? Lebst du noch? Bist du schon durch? Gut, dass du meine Fragen beantwortest, Alien. Danke. Ich war mir nicht genau... Oh, Vorsicht! Das war knapp. Hat sich gerade hier die Wand gebaut? Gerade kam der Kies runtergefallen. Ey, und hier ist neues Material. Wui! Warte mal, bei mir hakt es noch ein bisschen. Ich muss hier. Ja, das lädt gerade noch. Was ist das jetzt für eins? Ich kenne die alle nicht. Ein Granit? Diorit heißt das. Diorit, ha. Ich nehme mal gerade ein klein wenig mit. Denn diese Vorkommen, die sind ja gar nicht so groß. Das könnten wir jetzt zusammen ganz kurz rausschlagen. Ach, cool, dass wir hier einfach jetzt in einer Höhle gespawnt sind. Ja, weißt du wieso? Wieso? Weil wir im Meer sind. Oh, echt? Hm, mit Sicherheit. Das hatte ich nämlich schon mal und dann liegt das zu 99,99% genau daran. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt cool ist, ne? Das heißt, wir sollten uns vorher auf jeden Fall noch ein Boot bauen und schon mal in die Leiste nehmen. Dann können wir nämlich dann oben ein bisschen losfahren. Können wir schippern. Neues Material. Neues Material. Na, 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 na. Ich möchte es eigentlich erstmal wieder nur haben. Es ist wieder totaler Sammeltrieb. Wahrscheinlich auch total sinnlos, aber... Vielleicht kann man es dann auch gut gebrauchen. Ja, ich habe jetzt aber auch noch nicht mal das richtige Textpack drin, wie man sieht. So, ich habe es genau 64. Das möchte ich. Mehr nicht. Na, hilf mir doch noch beim Abbauen. Na gut. Obwohl, ich bin jetzt eh fertig. So. Denn wir können das ja später dann so stapeln, dass jeder... Oh, hier ist das andere Alien. Komm rauf. Hier ist das andere? Ja, es gibt ja mehrere Materialien. Wie heißt das jetzt wieder? Ja, das ist Andesit. Das ist dunkler. Und da ist hier noch ein anderes. Wie heißt das nochmal? Ich weiß das ja alles nicht. Ist das normale Granit oder nicht? Granite heißt das. Granite. Alien, die richtige Aussprache ist hier wichtig. So. Granite. Okay, ich brauche unbedingt Granite. Cool, cool. Dann haben wir schon mal was gefunden, was mir sehr, sehr wichtig ist, damit das Lager ja noch voller gestopfter wird. Direkt, wo wir durchs Portal geschritten sind, finden wir ein neues Material.
Ja, direkt alle drei, voll gut, ne? Mhm. Das Einzige, was ich jetzt wirklich noch nachdringlich suchen möchte, ist ein Eisbiom. Also so ein richtiges, ne? Mhm. Eiswüste, das wäre mir wichtig. Oh, Eisen. So, pass auf, das Vorkommen nehme ich noch mit und dann gehen wir nach oben. Egal, ob jetzt hier noch ein anderes Mineral dahinter ist. Ja, meinst du? Ja, bitte. Hilfst du mir? Dann geht's schneller. Dann sind wir doch sehr, sehr zackig. Deswegen, jeder hat hier eine gute Ausrüstung. Deswegen habe ich dir auch extra nochmal... Es geht aber weit in den Berg rein. Diamanten. Ja, das sind ja immer ein paar Blöcke. Ist ja auch okay. Noch ein paar. Das ist ja auch in der Verarbeitung nicht gerade günstig, das Zeug, ne? Mhm. Sammel, sammel, sammel. So, guck mal, dann haben wir es doch schon. Ich nehme noch hier gerade das Eisen mit. Gut, fertig. Ja. Ich glaube schon. Das Eisen können wir auch noch rausschlagen, okay, wenn man es schon sieht. Links oder rechts? Warte, erstmal bauen wir jetzt... Ne, wir bauen uns gleich nach oben. Ich will aber hier links gehen. Alien. Okay, ist noch mehr von dem Zeug. Es wird hier nirgendwo rausgehen, weil sonst würde Wasser zu sehen sein. Welches war das hier? Das helle ist Diorit, das dunkle ist Andesit, das rote ist Graphite. 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 Hast du dich jetzt schon hoch? Ach nein. Es reizt mich schon, das alles mitzunehmen, ne? Aber mein Inventar ist schon voll. Warte, ich pack mal gerade die Ender Chest aus. Echt? Hast du schon ein volles Inventar? Ja. So, warte, bevor du was reinpackst, pack erstmal nur die vollen Stacks rein. Mhm. Von Sachen. Ich habe sogar Steine, ist ja Wahnsinn. Bei mir ist da sogar noch was drin. Das hättest du natürlich vorher mal rausnehmen können. Irgendwas ja, Wertvolles? Ja. Steine. Die kannst du wegschmeißen. Also jetzt kannst du erstmal drin lassen, aber wenn du nachher andere Sachen noch hast... Ich habe einen einzigen Netherstein in meinem Inventar. Dann kannst du mir zuschmeißen. Sonst hast du irgendwelche angefangenen Stacks von diesen neuen Materialien? Mhm. Soll ich dann schmeiß mal her. Ja. Sehr gut. Dann haben wir noch das und das und dies und jenes. Achso, kannst du mir mal... Oder warte, ich habe hier noch... Hast du Gold und Diamanten? Ich habe Gold und ein Goldschwert. Dann würfel mal das Gold zu. Oh, warte, hier ist noch ein angefangenes Andesit. Das wusste ich nicht. Andesite, Alien. Andesite. Gut, den Rest so sieht eigentlich ganz gut aus. Dann bauen wir uns jetzt ein Bötchen. Mhm. Sag, wenn du fertig bist damit, damit okay. Ich das dann abbauen kann. Ja. Gut. Baust du dir selbst ein Boot? Braucht man dafür nichts außer das Vierer? Frage beantwortet. Mhm. Mhm, ja. So, die habe ich. Sehr gut. Oh, ich freue mich. Ich habe jetzt aber auch ein bisschen Angst, wenn wir nach oben gehen. Aber naja, das wird schon. Okay. Auf welcher Höhe sind wir eigentlich? Wir sind Höhe 55. Das ist eigentlich schon ziemlich hoch. Das heißt, wir dürften nicht allzu weit unter der Wasseroberfläche sein. Geh mal weg. Soll ich mich an einer anderen Stelle hochbauen? Nee. Ich mache das natürlich in der sicheren Variante. Und wenn ich Wasser finde, baue ich es erst nochmal zu, dass du nachkommen kannst, mhm. Ne? Und dann schwimmen wir raus. Also wahrscheinlich ist das jetzt total der Flop und hier ist kein Wasser, aber ich würde es jetzt vermuten, weil wir eben in der Höhle gespawnt sind. Ich kenne das. Was ist... Ach so, ich habe einen Raum gefunden. Schön. Und da ist Andesite. 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 Dann bauen wir uns hier drüben weiter raus. Die wollen uns flachsen. Ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal eine Reise hierher machen, dass ich noch mehr Material holen kann. Ach was, wir werden doch sicher hier noch irgendwas finden. Unterwegs. Ja, aber das Problem ist, wir bauen es ja jetzt gerade auch nicht alles ab, ne? Deswegen. Was vielleicht auch ganz gut ist, weil wir wollen ja erstmal sehen, was es alles so gibt. Ich habe ja noch nicht mal hier die Tundra-Bäume und alles gesehen. Oh ja, das will ich auch mal sehen. Ich bin total unbedarft. Ich habe... Aha, Erde, okay. Oh,
Oh, kein Wasser. Alter, sieht das schön aus. Ein riesiger Berg. Der ist voll spitz, der da gerade aus. Ja, ist ne? Voll schön. Und da oben fliegt was, guck. Hier, da, oh. Da ist fliegendes Land. Oh, schön. Sieht aus wie ein Pilz oder sowas. Und hier ist der Stängel oben drauf. Pilz. Ist der Pilz. 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 Das ist hübsch. Ich bleibe hier. Graphite, Andesite, Diorite, sind alle hier, das ist wunderschön. Da ist ein Häschen, oh. Wo ist ein Häschen? Da oben drüben auf dem Berg. Ja. Da oben, guck mal auf die Bergspitze, da. Da sind Ohren. Ja. Ich will ein Häschen, kann man die halten? Weiß ich nicht. Ich muss sagen, die bei More Creatures fand ich schöner, aber ich bin hier auf den Berg gegangen. Du verschwindest immer. Immer drehe ich mich um und gucke irgendwo hin und auf einmal bist du weg. Das ist ein Schaf, ne? Ich dachte, der wäre vielleicht... Sind die so klein wie bei... Oh, Häschen, ich will einen Hasen. Autschi, autschi, ich möchte bei meinem Hexenhaus Hasen haben. Ja, dann müssen wir uns dann dort in der Nähe mal auf die Suche machen. Ja, mache ich auch. Könnt ihr überall spawnen? Theoretisch schon, glaube ich. Boah, die Gegend ist voll schön. Oh, hier ist eine Schlucht. Schön. Da kann man direkt in den Tod stürzen. Ich mag diese hohen Berge so. Ich spring mal gleich rein. Mit vollem Elan. Pass auf, ich leg mich mal gerade schlafen. Machst du mit? Ein Rundchen knacken. Ach, ja. Ich stell mir jetzt aber dahin. Oh, dann muss ich ja deine Fresse sehen beim Schlafen. Das wird ja ein schlechter Traum. Schön, guck mal, wie die Höhlen jetzt aussehen mit dem Granit und sowas. Da, wie, als wären sie bunt. Bunte Höhlen. So, ich würde sagen, wir gehen mal zurück, oder? Wenn du mal guckst, wir sind jetzt knapp 8000 Blöcke im Süden. Ja, und wo müssen wir hin? Im Norden, das heißt, wir müssen jetzt nach... Hä? Nee, dorthin. Auf geht es! Mal schauen, was wir so finden, wie gesagt. Ich habe jetzt gar keine großen Ansprüche. Das Schöne ist, wir haben ja jetzt schon mal eine fette Höhle. Zumindest dieses Gebiet gefunden. Und die Koordinaten sind ja auch ganz okay. Das heißt, da kann man im Zweifel auch eine Bahnstrecke hinlegen. Ich will weiße Blumen mit. Ich will weiße Blumen haben. Oder wir arbeiten vielleicht irgendwann mal mit einem Teleport. Weißt du, dann halten wir uns einen mystischen Zauberer, der uns dann hierher teleportiert. Was hältst du von dieser Idee? Berg?